Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starbound und Let's Play Together mit mir, dem Tefus und dem Affenjungen hier drüben. Sag mal, wie heißt denn du eigentlich? Das hat dich nicht zu interessieren. Ich habe den an irgendeiner Raststätte gefunden und seitdem läuft er mir hinterher. Ja, ich bin jetzt dein neuer Schoßhund. Mein neuer Schoßhund, mein Schoßaffe. So, wir waren in unserer letzten Folge drauf und dran, durch dieses mysteriöse Portal zu schreiten, nachdem wir sämtliche Chorfragmente erbeutet haben und sämtliche Bewohner des Planeten geknechtet und ausgeplündert. Machen wir uns jetzt auf den Weg durch das Portal, um zu schauen, was dahinter liegt. Komm mit mir, Affenjunge. Der Max im Übrigen, der Gute. Auch von mir nochmal ein herzliches Hallo. Ja. So. Und durch. Kannst du da jetzt durch? Ja, ich komme mit. Keine Ja, Sorge. Gott sei Dank. Ich war jetzt am Überlegen, ob das reicht, wenn das einer macht. Oh, dort unten will jemand was von uns. Mysteriös hier. Oh, ein Lidl im Weltall. Hey! Der Infinity Express. Hund! Hallo! Hundi! Wow, oh, hier, der hat Doppel-A-Batterien, falls du welche brauchst. Liquid Arceus Fuel. Was? Kannst du das bitte nochmal pronouncen? Eine gefährliche Substanz. Ich glaube, ja. Hier, Dings, hier, Raumschiffe. Vom So, Mond abgeführt. erforschen wir mal die Base, hä? Endlich Leben. Ich kann mich noch erinnern in den Anfangszeiten von Starbound. Was war da? Da gab es. Einfach aufgehört zu reden. Da gab es diese Raumstation hier in der Nähe und da hast du die ganzen Maps und sowas immer noch freigefunden. Also eigentlich ganz cool hier mit dieser Raumstation. Das ist halt gleich fürs Bauen ist das auch wichtig. Hier bekommst du so die wichtigsten Dinge und Eigenschaften. Hier können wir uns sogar dann Tiere halten, also hier ausbrüten und oh, sowas wie Hühner und so. Hier ganz wichtig an dem Kochwagen, hier kannst du spezielle Gerichte kochen. Wir kriegen erst für uns selber, kriegen wir erst später richtige so hier, so eine Kochstation. Deswegen lohnt sich das mitunter hier hochzufliegen. Weil wir können dann den Teleporter direkt von unserer Base hierher bauen. Um hier zu kochen. Um bessere Gerichte zu haben. Gehen wir erstmal hier hoch zum Doktor. Der hat eine Mission für uns. Let's Bin get der gute Mann von technical. uns. Also. Okay, wir bekommen einen Prototyp. Wir sollen ihm dabei helfen, den zu testen. Dafür will er 10 Kupferbohren haben. Oh, hier drüben ist Darth Vader mit seinem Helm. Guck ihn Nee. an. Hier hinten der Mysteriöse. Das ist aber Darth Vader für Arme, oder? So ein Er bisschen spricht dir Blechschranken. näher an, der ist gruselig. Der atmet dir. Guck mal hier oben, die russische Bern Company, die URSA Miners. Cool, Copperbar. Hier könnte man gleich kaufen, aber wir haben eigentlich genug Resources, um dann einzuschmelzen und wiederzukommen. Hier hinten beim Frog kann man Einrichtungsgegenstände und sowas kaufen. Und ganz cool, der hat diesen Kolonie-Deed. Gott im Himmel, lass mich jetzt überlegen, was zum Teufel denn Deed im Deutschen heißt. Also zumindest kann man damit Kolonien gründen. Also so wirklich kleine Dörfer selbst bauen auf Planeten und die werden dann bezogen von NPCs. Interessant, was man nicht doch alles machen kann. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Hauptmission Lady. Weil das ist leider noch Zukunftsmusik. Guck mal hier, diesen Penguin! Pinguin.
Hey, da, den will ich mitnehmen. Unter den Arm. Zack, fort. Naja. So. Der 2D2 für Arm. Job Repair. Ja, C3PO. Naja. Da ist auch schon. Ja, das ist auch später wichtig. Mal, das ist halt nicht der Hochglanz C3PO. Hier im Keller gibt's nur eine Bar, das ist wie gesagt, mein Guter, das wird später wichtig. Alter. Neugier-Store. Hier unten kann man sich dann nämlich ein Mech bauen. Kampfanzug. Wir können ja dann später auch noch ins Weltall und solche Geschichten. Also in Bereiche, wo es keinen Sauerstoff gibt oder extreme Temperaturen in beide Richtungen. Asteroiden und solche Späße. Der gute Mann will, dass wir einen Piraten töten. Das solltest du jetzt noch nicht tun, weil wir, denke ich, noch nicht stark genug sind, diesen Piraten zu töten. Unser Schiff läuft ja noch nicht mal. Break easy. Na dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal zur Chef-Lady. Irgendeiner hat uns ja hierher gerufen. Mystische Musik. Kannst du mich an der Hand nehmen? Hier wird's dunkel. Hier, nimm meine Lupe. Oh Gott. Ich weiß genau, was du mir da immer hinstreckst. Ja, meine Lupe. Hier mit der Lupe kannst du für unsere Zuschauer mal die Dinger angucken. Das ist hier so, das erzählt so die Geschichte. Wie das Ganze jetzt so ein bisschen die. Genau. Ja? Diese Figur zeigt eine antike Figur mit Planeten. Naja, das ist so ein bisschen, hier kommt leider mehr von den Dingern, das ist so ein bisschen wie so die Entstehungsgeschichte des Universums, wie so alles miteinander spielt. Das hier ist halt der große Destroyer halt, also das ist das Ding hier, das ist der Tentakel Hentai Klaus, der die Erde zerstört hat, das ist so das große Böse. Den einäugigen Vernichter von Planeten. Genau. Ach, deine Mutter, hä? Hey. Der hat keinen fliegenden Rollstuhl. Der hat nur einen normalen. So. Hallo, ist das ein Meta-Manipulator, den du hast? Exzellent. Jürische Alte. Okay, es tut mir leid, dass die Erde zerstört ist. Esther. Na, der Easter Pride. Vor ein paar Jahren hat sie eine schwere Entscheidung getroffen. Hat Sachen untersucht. Der Kultivator hat sich für uns alle geopfert, dem großen Bösen entgegenzustellen. Dabei hat er seine ganze Kraft verbraucht. Es scheinen 6 Artefakte geschaffen. Was wir jetzt wohl finden sollen, um das große Böse erneut zu besiegen. Aber wenigstens will sie uns helfen. Na, der ziemlich spacey Rollstuhl.
sind überall in der Galaxie verstreut. Okay. Bevor andere Planeten auch noch angegriffen werden, sollen wir der neue Kultivator werden. Aber so kultiviert bist du gar nicht. Deine Mutter. Die ist sehr gut. Oh cool, aus dem Ding, was sie mir gegeben hat, habe ich eine Knifte gezogen, die Feuer spuckt. Du und deine Knifte, Alter. Ich und meine Knifte. Wow. Oh, das Manipulator-Modul habe ich gekriegt. Okay. Habe ich jetzt schon zwei. So, und jetzt sollen wir für der Astro zu den Pinguinen gehen. Die scheinen uns wohl helfen zu können mit unserem Chip. Finde aber mir Pinguin Pete. Was schwant ihr? Ah, bevor wir dem guten Pinguin Pete helfen, werden wir uns aber erstmal dem Orst widmen. Dem Orst, dem Wissenschaftler. Dann werden dem so die ganzen, der möchte Kupfer und dann als nächstes möchte Eisen oder Silber und dann als letztes glaube Gold. In Barrenform. Weil auf die Mission, auf die der gute Mann uns jetzt hier schicken möchte, sollten wir die Fähigkeiten besitzen, die er auf uns vermachen wird. Kann unser Schiff reparieren, aber es braucht dazu 20 Arceus Crystals. Wie heißen die noch? Also soll ich jetzt annehmen oder nicht? Ja, nee, also jetzt noch nicht losfliegen, halt nur die Mission annehmen. So, warum soll ich losfliegen? Ah, das können wir glaube ich sowieso erst von unserem Raumschiff. Hallo. Ah, okay, also drück mal hier, also tu mal den Teleporter hier ein. Und dann beamen wir uns zurück zum Schiff. Obwohl, du kannst dich am besten zu mir teleportieren, weil du wirst bestimmt jetzt auf dein Schiff gucken. Ja, eben. Ich teleportiere mich einfach immer wieder zu dir. Hallo. So, und jetzt können wir wieder downgraden. So, und jetzt können wir uns... Oh, Max, komm schnell runter. Es regnet Sternschnuppen. Es ist wunderschön. Wir sollten mal beide was essen. Zu essen? Ah, nee, bloß... Warte, nee, ich müsste eigentlich noch was haben. Du was brauchst, sagst du Bescheid. Yeah. Also ich denke, ich vermute, ich würde mich mal wieder ganz frech eigentlich dafür begeistern, eine der bestehenden Ruinen des Planeten zu restaurieren. Als Domizil für uns. Echt? Was hältst du davon oder hast du eine andere Idee? Willst du überhaupt mit mir zusammenbauen oder? Du dein eigenes Heim? Ja, anscheinend sind wir ja verheiratet, also. Ja, du hast gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten. Naja, es kann uns zwar jetzt keiner beweisen, aber. Das ist schon mal eine schöne Ruine, aber ich überlege eigentlich, ob wir in der Nähe von Frog City oder so wohnen wollen. Im Sumpf? Naja, nee, im Sumpf direkt, das war ja eigentlich, Frog City war ja ein ganz kleiner Teil eigentlich nur. Also das waren ja wirklich nur den ihrer Häuser, die dort wirklich Sumpfbiom waren. Achso, dass wir quasi links nebendran. Ja, genau, also so ein paar Mäderchen. Oder bei dem Händler oder irgendwas, oder bei der Nähe des Portals, weil wir müssen ja doch, wie du schon siehst, wir können jetzt nie einfach so jedes Mal porten, dafür brauchen wir erst einen eigenen Teleporter und solche Späße. Deswegen wäre das vielleicht ganz vorteilhaft, wenn wir nicht den Teleporter. Sag mal! Oh Gott, Max, komm links hoch! Mensch, hier oben war ich noch gar nicht. Das ist ja deine Todesstelle aus der ersten Folge. Ja, wenn du rechts runterspringst. Das Haus hier wäre natürlich auch cool, weil das noch ziemlich intakt ist. Das stimmt, oh, ja. Na, hier hast du dich durchgegraben. Ja. Pass auf, dann wo ich. Hier war nicht lang. Das ist eine Lüge, jetzt habe ich jetzt hier eine Falle manövriert. Ja, wie immer.
Aber jetzt für geldgieriger. Danke. Ja, hey. Was denn? Ach, hier oben auf dem Plateau hätte es halt auch was Schönes, ne? Weil links hier, wir sind ja hier wirklich auf dem Berg. Ach was. Da könnten wir durch den Inn, durch. Das wäre innovativ. Ich muss was sagen, ich würde mich schon fast dafür anmelden, oder willst du nochmal rumlaufen? Ne, das finde ich auch gut. Da können wir hier ja unten dann alles ausbauen, ein bisschen vielleicht. Auch Monster sicher machen. Mhm. Ne, das genau, ist dann kümmere ich mich mal darum, das finde ich schon die gute. Hier drüben auf dem Plateau würde ich vielleicht sagen, dass wir Felder machen oder so. Hier ja, drüben. Das ist eine sehr gute Idee, das wär, hätte ich als nächstes angesprochen. Ich würde vielleicht, dass wir wie ein kleines. Also ich habe mir vorgestellt sozusagen, dass wir hier so den Berg, also dass wir von der Höhe, wo oft ich, dem ich hier gerade drauf stehe, den Berg abtragen bis zu dem Punkt hier. Dass das halt wie so ein rechter Winkel halt so ausgeschnitten ist. Mhm. Und dass da eine Bude hinkommt, ein Häuschen, wo wir mehrere Etagen so mit Holz bauen und so einen kleinen Wasserecken und halt so Felder übereinander. Weil wir brauchen ziemlich was zu essen und deswegen, also wir haben ja echt wenig Stauraum. Da würde ich aber sagen, optischerweise, und weil wir einen Platz nach unten haben, machen wir die meisten Etagen nach unten, oder? Dass es nicht so ein riesen Hochhaus wird. Ja, nee, kein Hochhaus. Wie gesagt, das soll ja sowieso nur, wie gesagt, hier von, tob dich einfach mal aus, wir gucken mal, was ich da, ich kümmere mich mal. Aber soll ich dir was beichten? Oh, ist schon wieder Folgenende? Dadurch, dass die letzte Folge doch so lang geworden ist, müssen wir uns heute leider strikt mal daran halten. Und können die aber wir haben überziehen. Leute, wir haben endlich ein Haus gefunden. Genau. Wir haben jetzt auf jeden Fall unseren Bauplatz. Und da wird in der nächsten Folge wahrscheinlich ein bisschen rangehen. Haus bauen, Felder anlegen. Also nächste Folge jetzt kommt eine Menge Bau kommen, Leute. Genau, nächste Folge ein bisschen weniger erkunden, mehr bauen, aber ist ja auch mal entspannt. Da kann man vielleicht ein bisschen mehr quatschen. So. Ein bisschen mehr Quatsch. Also Quatsch machen wir ja sowieso schon die ganze Zeit, aber... Ja, auf jeden Fall. Dass man sich vielleicht so ein bisschen Freude kennenlernt. Also ihr uns. Gut. Der Freund, na da. Aber da würde ich sagen, die nächste Folge kommt am Mittwoch. Wieder, wie gehabt, um 14.30 Uhr ungefähr, 14 Uhr. Ganz genau. Und da würde ich sagen... Bis dahin, lasst's krachen. Haut rein, bleibt sauber. Und wir sehen uns. Tschüss. Ciao.